Ja, kaum zu glauben, aber wahr. Ich fange jetzt hier an, in etwas größerem Stil zu kochen. Meine 0815 Gerichte, die etliche Leute sicher schon kennen, Pfannen, Eintopf. Und zwar habe ich Gäste heute Abend. Das glaubt man in der Tat nicht, dass hier sich in diesen einsamen, jetzt mittlerweile -2 Grad erkalteten Westerwald Menschen zu mir wagen in mein Höhlenverlies. Aber es ist Fakt, seit ein paar Tagen ist eine Familie hier auf dem Campingplatz zu Gast in einem der dort neu gebauten Ferienhäuser. Die sind hier extra hergekommen, weil sie sich von Kanukassel haben hierher, ja, wie soll man sagen, animieren lassen. Sie haben unterwegs auf dem Weg von Glückstadt oberhalb von Hamburg im Münsterland ein Schlauchkajak gekauft, was auch Kanukassel fährt und was Kanukassel oft genug in seinen Videos erwähnt hat. Und da haben sich die Leute gedacht, wenn sie schon mal so nah dran sind an Kanukassel, nur noch 300 Kilometer entfernt, dann fahren sie einfach mal hin in den Westerwald. Und wir verstehen uns auch sehr gut. Und heute Abend habe ich Till und Juliane hier bei mir zum Essen eingeladen. Und deswegen lege ich jetzt mal los in meiner Special Camping Küche Marke Easy Going. Hier, was auf meinem Höhlentisch liegt, habe ich eben im Pennymarkt eingekauft. Und das mache ich jetzt kurz und klein und alles kommt in eine Pfanne. Und alles wird gewürzt und alles schmeckt gut. So mache ich das meistens. So eine praktische Elektropfanne, die schließe ich jetzt hier an. Die steht hier auf dem Tisch. Und damit brauche ich im Wohnwagen nur noch eine Gasflamme, um Curryreis zu kochen. Und das ist schön so. Zu meinem Treiben hier mal kurz noch eine Anmerkung. In einem der letzten Videos hat ein Follower die Vermutung geäußert, ich würde meine Einsamkeit hier in diesem Bunker, in diesem Campingverlies abmildern durch meine Videokamera und durch meine Präsentationen auf YouTube und die dort entstehende virtuelle Kommunikation würden mir helfen, diesen von mir selbst gewählten Zustand besser zu ertragen. Nun denn, ich bin vollkommen anderer Meinung, aber macht nichts. Erstens habe ich ja diesen Zustand selbst gewählt. Müsste ich ihn abmildern, dann würde ich ihn nicht abmildern, ich würde ihn beenden. Das ist schon mal wichtig. Alles, was mir stinkt in meinem Leben oder gestunken hat, habe ich relativ schnell beendet. Also, Tatsache ist, die selbstgewählte Einsamkeit kann ich ertragen. Virtuelle Kontakte sind praktisch genauso geil wie gar keine Kontakte. Es gibt ja auch Menschen, die meinen, wenn sie mit der ganzen Welt kommunizieren, spielend über Internet, dann wären sie, bräuchten sie keine realen Kontakte. Das ist Flitzekacke. Virtuelle Kontakte ersetzen keine realen Kontakte. Menschen sind Menschen und keine Computer. Und auch meine Hunde ersetzen keine Menschen. Sie sind sehr liebenswert. Sie sind super Bekleider. Ich kann mit ihnen schwätzen. Aber es sind keine Menschen. Also ist auch das Flitzekacke. Ich bin hier schon schön alleine und ich habe gerade gesagt, schön alleine, denn das Alleine-Sein hat auch schöne Seiten. Ich bin nämlich mein eigener Chef, mein eigener Herr, muss nicht rumdiskutieren, rumlabern, überreden, überzeugen, auch ertragen, dass jemand mich und das, was ich so tue, nicht gut findet, muss ich alles nicht, ich finde mich gut. Und Ruhe ist und Friede ist und alles ist wunderbar. Und wenn ich mich nicht gut finde, dann ändere ich mich. Und da muss ich auch nicht jemanden fragen, wie soll ich mich denn ändern, damit du mich jetzt gut findest und tolerant findest und kompromissbereit findest und liebenswert findest.
Muss ich alles nicht. Ich muss mich fragen, hör mal, Alter, ertrage ich mich noch? Und meistens sage ich freundlicherweise, ja, ich ertrage mich noch. Und wenn ich mich nicht mehr ertragen sollte, dann nützt mir auch die verdammte dämliche Kamera, die jetzt hier auf dem Stativ steht und mich filmt. Das hilft mir nicht, mich zu ertragen. Das ist nur eine nette Beschäftigungstherapie, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe Nachtschlafstörungen wegen starker Schmerzen. In diesen Nachtstunden kann ich nicht lesen, ich kann nicht Bücher schreiben, ich kann mich nicht hochgradig konzentrieren. Und in einer so Art Bämme-Attacke, Halbschlaf, entstehen auch meine Videoclips, die ich auf YouTube setze. Und ich wundere mich ja eigentlich, dass das keiner merkt. Oder vielleicht merken es ja etliche, aber sind dann so nett und sagen nicht, der Alte, der ist ja schon senil. Neulich hat mal jemand gesagt, weil ich mich über die Tatsache aufgeregt habe, dass es in Deutschland keine Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt, dass in Deutschland nur freie Bürger leben, die möglichst ihre Freiheit darin sehen, wie die gesenkten Zäune über deutsche Autobahnen zu rasen. Als ich das kritisiert habe, habe ich gesagt, ich trete dafür ein, dass in Deutschland wie in allen Ländern dieser Erde und in allen Nachbarländern und in allen EU-Ländern Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt, damit das Autofahren nicht zu einem immer wieder ätzenden Unterfangen wird. Ich verstehe gar nicht, wie das die Berufskraftfahrer aushalten. Die müssten doch eigentlich alle schon einen Schatten haben. Ich jedenfalls wurde als grenzdebil bezeichnet, weil ich mokiert habe, dass ich das scheiße finde. Freie Fahrt für freie Bürger. Meine Freiheit reduziert sich nicht auf dümmliches Autobahnrasen in vollkommen überpowerten Autos. Und ich bin gerne ehrlich, ich sage gerne meine Meinung. Dafür muss ich nicht mutig sein, denn einer hat gemeint, meine Offenheit würde ja einen hohen Mut voraussetzen. Das ist Flitzekacke. Um ehrlich zu sein, ehrlich meine Meinung zu sagen, ehrlich das zu sagen, was ich denke, muss ich nicht mutig sein. Mutig muss ich allerdings sein, wenn ich mir das reinziehe, was auf meine Ehrlichkeit so an Reaktionen kommen. Nicht nur in der virtuellen Welt, aber auch dort. Und das muss man ertragen, denn da kriegt man eine Menge auf die Mütze und wird vor nackte Tatsachen gestellt, dass Ehrlichkeit sich nicht auszahlt. Aber da ich eh nichts mehr bezahlt haben will und da ich eh immer reich genug war mit dem, was ich hatte und was ich wollte, musste sich in meinem Leben nichts unbedingt auszahlen und schon mal gar nicht Unehrlichkeit. Wollte ich nur mal so sagen, jetzt muss ich zusehen. Jetzt kommen als nächstes die Zwiebeln dran. Dabei tränen mir die Augen und die mache ich dann zu. Das sieht auf der Videokamera ziemlich bescheuert aus. Kassel sitzt am Zwiebeltisch und macht die Augen zu. Von lauter Labern werfe ich den Müll in die Schüssel. Und das Essbare in den Mülleimer. Aber so ist das, wenn man alt wird und senil wird, da macht man schon mal alles verkehrt rum. Und dieses verkehrt rum ist dann in der Tat verdammt verkehrt. Ich bin zwar gerne verkehrt rum und mache alles anders, aber dass ich das, was ich essen will, in die Mülltonne tue und den Müll in meine Essensschüsseln hier, dann wird es eng. Ah, ich wollte ja Zwiebel schälen, aber eins nach dem anderen. Ja, was mir hier gerade noch einfällt, bei meiner Kocherei gibt es natürlich Leute, die können alles genau richtig und ich mache das ja alles Freestyle falsch und vollkommen unüberlegt und ehrlich gedacht, interessiert mich das auch gar nicht, aber es gibt Spezialisten, die gucken genau hin. Wie schält der Alte denn eigentlich Zwiebeln? Wie macht er die klein? Wie kommen die jetzt in sein Essen rein? Und das ist echt banal. Ich meine, katastrophal.
wie unwissend und doof ich hierbei vorgehe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mache das jetzt hier schon seit 64. Ich koche ungefähr seit 50 Jahren. Und seit 50 Jahren mache ich das wunderbar, vorschriftsgemäß, falsch mit den Zwiebeln. Und seit 50 Jahren geht mir das auch vorschriftsgemäß am Arsch vorbei, wie falsch das auch sein mag. Meine Zwiebeln kommen so rein in mein Essen, wie ich die hier gerade schnitzel. Und das seit ewigen Zeiten. Manchmal ist auch ein Stück Finger dabei. Wenn ich vor lauter Labern mal ein bisschen daneben ziele, aber so ist das. Und wahrscheinlich melden sich jetzt auch die Knoblauch kleinere Spezialisten zu Wort, wenn die sehen, wie dilettant ich und unvorschriftsgemäß ich jetzt hier Knoblauchzehen auseinanderfriemel und die irgendwie versuche zu schälen, dann muss ich mich wahrscheinlich schämen, dass ich denn überhaupt hier jemand zugucken lasse, denn wahrscheinlich ist das katastrophal, wie ich das hier falsch mache. Aber erstens war ich noch nie ein Typ, der überhaupt Vorschriften kannte, Regeln kannte, Gesetze kannte, wie man etwas am besten macht, am schönsten macht, am schnellsten macht, am vorschriftsgemäßesten macht, richtig macht. Nee, ich mache das so, wie ich das schon immer mache, das kann und darf so falsch sein, wie es will. Hauptsache, mein Essen schmeckt, wenn ich fertig bin hier mit dem Krempel, ein bisschen nach Knoblauch. So, als letzte Schnippelaktion kommt jetzt hier meine Ananas dran. Wie man eigentlich Ananas fein säuberlich zerlegt und zerschnipselt, keine Ahnung. Ich mache das jedenfalls immer so, wie ich das hier gerade mache. Ich schneide die einfach so in Scheiben, ungeschält und unzertrümmert. Und dann kommt die in die Wurstmaschine. Ich Wurstmaschine, Quatsch. Quatsch alles. Das hier ist meine mega praktische Campingplatzpfanne. Hat glaube ich 1500 Watt. Liegt kurz unterhalb der Grenze, wo die Sicherung der Campingplatz Stromversorgung durchknallt und ist hier für mich sehr funktional.